Ich habe das Problem, dass ich mir die Auflösung meiner Probleme nicht einmal vorstellen kann. Wie kann ich das ändern? Das gibt viele, ne? Weil wir leben in dieser Welt. Als Menschen war alleine, hat schon die Probleme. Ne? In Chinesisch heißt es 七情六欲. Wir konnten, niemanden kann man das jetzt frei von den Problemen. Dann werde ich erstmal über die Probleme, was ist eigentlich Probleme für uns, genau zu erklären. Da in unserer Kultur, egal dass sie Buddhismus oder Taoismus, sprich auch erstmal Leute erstmal klar, was sind die Probleme. Dann kannst du genau an dem Problem erarbeiten oder Lösung finden. Ne? Qiqing heißt übersetzen sieben Emotionen. Ne? Heißt sieben, ne? Xi, Freude. Nu, Wut. Ai heißt Trauer oder Sorge. Ne? Le heißt Le heißt happy sein, happy zu sein, ne? Und genießen zu sein. Liebe, Ai, Liebe. E, Hass. Ü heißt begehrend. Aber wir müssen ein bisschen aufpassen. Diese Liebe und Hass, diese natürlich Leute werden fragen, vorhin haben wir über Liebe gesprochen. Warum du sagst, dass die Liebe ist das Problem? Hier, die normale Menschen, diese Liebe ist das Problem. Aber was ich gesagt habe, das ist ganz andere Liebe. Das ist eine Schöpfungsenergie, ne? Positive Energie. Was wir normale hier, wir Leute, diese Liebe genannt, eigentlich das ist aus, viele aus eigenem Ego. Weil ich liebe dich, aber durch mein Ego, ich müsse dich behalten oder besetzen. Diese Liebe immer mit besetzen verbunden, dann werden das ist viele Probleme macht. Ne? Danke an eure Beziehungen, ne? Oder die Zwischenmenschen, die Beziehungen, so viele ist so. Liu Yu heißt sechs Wünsche. Begehrend. Was begehrend uns? Davon haben wir Probleme. Ne? Se heißt Farbe. Wir wollen etwas schön zu sein. Ne? Schöne Kleidung und dann schöne Aussehen, ne? Farbe im Leben und so weiter. Dann manchmal dadurch haben wir die Probleme. Wenn wir das nicht bekommen, dann landet traurig und so weiter. Ne? Shen heißt hören. Wir hören sehr gerne andere über uns, die guten Kommentar oder Kritik und so weiter. Ne? Wir brauchen Anerkennung von anderen. Wenn nicht bekommen, wieder Probleme. Ne? Automat. Riechen, Xiang, Riechen, Duft. Ne? Wir wollen etwas Schönes bekommen und Riechen und so weiter. Das ist auch eine Wunsch. Wei, Geschmack. Ne? Und wir müssen sie gerne schön essen. Ne? Und das ist die große Problem überhaupt. Wir werden später in die andere Seminar oder in meinem Seminar werde ich sagen, dass wir eigentlich das als Menschen das auch die große Problem, warum diese Spiritual, wenn die Leute spiritual erreichen müsste, die Energie nicht hochkommt. Weil hier wir dass diese Geschmack oder diese Magen, dieser Bereich nicht frei halten ist. Ne? Alles wollen schön genießen, schön essen und so weiter. Da waren auch ungesund essen und so weiter. Das muss wirklich meiden. Ne? Das muss aber wir erstmal erkennen, das ist ein Problem. Schu, berühren. Ne? Anfassen, antesten und so weiter. Ne? Etwas will das etwas haben. Das ist auch eine unsichtbare Anfassen. Ne? Du wollen das haben, du wollen das testen, du wollen das etwas, du nicht bekommen kannst, du wollen das haben. Wieder Probleme. Auch zu Schluss, dass ich eine Gedanken auch, dass es wir großes Problem macht. Ne? Wenn wir genau weiß, was ist Qiqing, was ist Liu Yu, das heißt, was ist die sieben Emotionen, was ist die sieben, sechs Wünsche begehrend, da machen uns hauptsächlich Probleme. Dann Problem haben wir erkannt. Ne? Diese Begehrend von Menschen, das ist, weil wir halt Unzufriedenheit in unserem Leben
Ne? Deswegen, wir wollen etwas, wir wünschen etwas. Ich will auch ein bisschen mehr Geld haben. Ich begehre, dass er die Geld macht von den normalen. Ne? Oder ich begehre lieber, natürlich mit eigenem Ego, ne? Ich will das besetzen. Ne? Und bekomme ich nicht Probleme. Oder dass ich so viele diese Unzufriedenheit, ne? Dass die hauptsächlich diese Begehrenproblem. Soweit, wenn wir diese nicht loslässt, ne? diese Begehren, diese Gefühle nicht loslässt. Oder ich müsste spirituell weiter entwickeln, ja, okay, das ist gut. Aber ich müsste Energie spüren. Ich müsste Energie haben. Dass sie diese Begehren machen alles kaputt. Ne? Wie kann das sich diese komplette unser Problem auflösen? Du fragst die Lösung. Ne? Lösung hat drei. Das wiederum innere Lösung, äußere Lösung. Ne? Das wir teilt drei. Und auch zu Schluss, was es anspricht, die anspricht, was wichtig ist. Innere Lösung ist durch Meditation. Weil die Meditation, weil wir leben hektik, im modernen Leben, wir leben das sehr hektik. Ne? Das so wie, dass sie so groß Fluss, Geldfluss, Wasser, hin und her, mit Erde und so weiter. Unendlich, dass es keine Stille, keine Ruhe haben. Nur wenn du langsam hochkommst, ne? Langsam durch Meditation nach innen zu schauen, diese Wasser langsam zu hochkommen, dann kommen die Steinchen fall runter. Die alles trüb, alles kommt runter. Dann bist du geistig so klar ist, wenn etwas eine Stein runterfällt, merkst du sofort, ah, da ist wieder Probleme, aber ich lasse mich ablenken. Ich bleibe in meinem Meditationszustand, ich bleibe diese Reinheit. Lösung. Ne? Das ist die Lösung, was du innen versuchst. Die andere ist nach außen, weil wir wissen, wir konnten das nicht aussuchen, wo wir lebst. In dieser Gesellschaft, besonders anders zeigt so viel Information, ne? Und auch so viel, das ist wirtschaftlich Krise und Krieg und so weiter. Wir leben in dieser Plattform, lass uns nicht zur Ruhe kommen. Was machen wir? Wo ist die Lösung? Was ist die Lösung? Bleiben deine Dao in deine Dao. Das heißt, wenn du die Schriftzeichen Dao, ne? Chinesische Schriftzeichen, genau analysiert, das ist eine so wie Wasser, ne? Und dann fliegt da, das ist immer beweglich. Probleme immer so und dann so wie Wellen und überall bewegt. Aber du als Mensch musst immer versuchen, egal in welcher Situation, Zustand, dein Gleichgewicht wieder zu finden. Das ist die Lösung. Du weißt auch durch deine innere Ruhe, weißt, das ist die, dass die Geld, was ich eigentlich einlogge oder ich müsste gerne, ne? Damals war ich unbewusst, müsste das gerne haben. Jetzt durch meine innere Meditation habe ich gemerkt, das ist unheim. Ne? Ich lasse das nicht ablenken. Aber ich muss arbeiten, ich muss, um das ist Essen zu kaufen, Geld zu verdienen und so weiter. Ich weiß, ich bin in dieser ganzen trübt Gesellschaft, aber irgendwann bleibe ich wieder in meinem Dao. Das ist die Lösung. Ne? Natürlich, das ist, wir konnten nicht immer, das ist, konzentrier dich auf jeden Fall nicht auf die Probleme. Probleme ist alles Illusion. Illusion. Eigentlich, das gibt gar keine Probleme. Ne? Das ist, was ich vorhin gesagt, diese sechs Wünsche, zu Schluss Gedanken, da stehst du vor, unser Kopf, so wie einer da drinnen so viel Mauer, wie heißt das, und du irgendwann gehst. Labyrinth. Ja, fühlst du nicht Ausweg. Kannst du nicht mit unseren Gedanken nicht Ausweg finden. Ne?
und so weiter. Deswegen, das ist die komplett Gedanken, musst du komplett auflösen und so weiter. Das kann man nur durch innere Ruhe zu sein. Ne? Diese Gedanken, dass sie so projiziert, dass sie Angst, Sorge und projiziert alles aus unseren Gedanken. Aber wenn unser Gedanken sehr rein ist, du weißt, dass alles Illusion. Unser Gedanken ist komplett eine Illusion. Das Bild aus, was du siehst, was du fühlst, was du riechst, was ich gesagt habe, diese sechs Wünsche begehren von dieser Welt, dann bilde das Gedanken, das alle Illusion. Ne? Und wenn du das weißt, konzentriere dich nicht an den Problemen, sondern die Lösung, deine Liebe zu entfalten. Ne? Zufriedenheit, Freude, ausgeglichen, ne? An deine Liebe zu finden. Das ist die Lösung. Je mehr, wenn du innere, durch Meditation, außere, in dieser Welt, in dieser Gesellschaft, deinen Dauerweg zu finden, gleichzeitig baut immer mehr deine Energie, baut immer mehr deine Liebe auf. Das kannst du wirklich in andere, komplett andere Niveau bringen. Ne? Das ist der Weg, was ich auf jeden Fall selber praktiziere.